So, da sind wir wieder und scheinbar geht's noch nicht ganz ohne Absturz, obwohl ich mir gerade nicht so ganz sicher bin. Das könnte auch irgendwie an mir gelegen haben, weil ich da irgendwelche Tasten gleichzeitig gedrückt habe und auf die Kiste geklickt habe. Ich wollte ja unbedingt noch die mitnehmen. So. Und daran könnte es gelegen haben, dass ich quasi gleichzeitig auf die Kiste geklickt habe. Ups. Stimmt, ich kann gerade nicht essen. Das Problem ist halt, die Ecke ist eigentlich schon ganz schön. Da stehen drei, vier schöne Sachen drin, nur das Drumherum ist halt nicht so prickelnd. Das sieht alles noch sehr primitiv und einfach und willkürlich aus und da möchte ich halt auch mal so ein bisschen eine schöne Struktur reinkriegen, dass das auch mal so ein bisschen hier in dem Rest des Stadtbilds passt. Ich meine, wir haben überall korrigiert, nur in der Ecke, da haben wir geschludert, sag ich mal. Da liegt ein Ei. Und da ist das Huhn, von dem es stammt. So. Könnten wir alles schon mal mitnehmen eigentlich. Ein Dach fehlt ja auch noch. So ein Dach aus Eis, das wär's doch jetzt. Da unten die Reihe und dann oben das Dach. Das fände ich, das sehe verdammt toll aus. Ich habe immer noch keine Fackeln übrigens. Nee, ach da vorne. Hier ging's runter. Und wichtigste vergessen. Na, fangen wir mal hier an. Euch wollte ich nämlich dann in Töpfchen setzen. Und hier das gleiche. So. Ich weiß, dass ich noch in irgendeiner Kiste Fackeln hatte. So viel zu, ich weiß das. Und Glas, bitte.
Nein, wir hatten noch irgendwo Scheiben. Da. So, dann ziehen wir damit erstmal los. Ihr bleibt erstmal hier, dafür nehme ich euch mit. Ich baue hier gerade voll mit dem falschen Zeug. So, da sind jetzt diverse Fehler drin. Nummer 1, Nummer 2. Sieht das auch nicht ganz so starr aus. So, mal gucken, ob die Treppen hier unten ausreichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, eine bleibt über. Jetzt haben wir Fackeln, die wir hier unten noch benutzen können. Eine dahin, eine dahin. Eine dahin, eine dahin. Hab ich jetzt mal irgendeinen Platz hier frei bekommen? Nein. Egal, dann bauen wir halt erstmal das Gemäuer fertig. Wieder schöne drei große Fenster haben. Hier kommen wir jetzt schon sehr nah an die Decke. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber was soll man machen? Da kommen wir nicht drum herum, die Kuppel an einigen Stellen zu durchbrechen. Wenn wir noch ein Dach drauf haben wollen. Es wird nicht sehr auffällig sein, dadurch, dass das Glas ist. So. Dasselbe auf der Seite. Nur nicht ganz so auffällig groß. So. Hier machen wir es. Hier unten. Das ist halt nur ein kleiner Raum. Dann haben wir auch Platz, dass wir ein bisschen was craften können hier.
reicht schon fast so. Zumindest für den Rohbau. So. Und dann ein Eisdach obendrauf. Oh, das kann ich mir richtig vorstellen. Dann ist es doch was Besonderes. Und das haben wir nicht an vielen Stellen. Aber jetzt machen wir erstmal die Inneneinrichtung. Und vor allem die Scheiben, damit wir die schon mal hinter uns haben. Nee, also wenn schon... Hier das kleine Zimmer dann ganz. Das war's mit Glas. Okay, nehmen wir mal das Tropenholz. Dann mach mal so ein paar Treppen. So, erstmal. Damit wir das mit der Inneneinrichtung schon möglichst fertig haben. Gut, Wohnzimmer. Das kriegt erstmal so eine schöne Sitzecke hier. Dann müsste hier ein Schrank hin. Wie machen wir einen Schrank? Einen richtig schönen alten Wohnzimmerschrank. Ist jetzt richtig blöd, ist, dass wir keine Werkbänke in der jeweiligen Farbe haben. Ah, ja. So. Da oben ist ein Regal drin. Sind dort noch Regale? Das ist halt so ein richtig schwerer Schrank. So. Richtig schwerer alter Wohnzimmerschrank. Hier vorne steht ein Tisch. Dreieckiger. Von mir aus. Und für den modernen Touch ein pinker Läufer. Passt sowas von überhaupt nicht. Der Tisch gefällt mir so auch nicht. Dann gib mir mal die Reste vom pinken Läufer her. Machen wir den etwas größer. Da könnte man ein Bild noch an die Wand klatschen. Oh, das ist jetzt eine Lampe. Kommt auch eine Lampe hin. Ja, da müssen wir noch drei nachlegen. Mit Einrichtung tue ich mich immer noch recht schwer. Da muss man in Minecraft auch wirklich viel Fantasie haben.
Na gut. Hier möchte ich die Küche drin haben. Das wird ein bisschen einfacher. Zwar wird das eine recht große Küche, richtig sperrig auch. Auch wieder mit dunklem Holz. Das hätte man stapeln können übrigens. Da oben ein Regal. Es geht dann bis hier. Eigentlich würde ich gerne noch einen weitergehen lassen, aber das würde sich dann beißen. Spülmaschine. Das hauseigene super Küchengerät, Mixer, Dingsy. Und ein paar Platten. Ich glaube, man erkennt, dass das hier eine Küche sein soll. Damit man sich auch noch etwas hinsetzen kann, steht hier dann noch so eine kleine Bank. So, Kinderschlafzimmer Nummer 1. Für die Jungen. Knallige orangene Betten. Falls sie jung sind, haben sie natürlich Hochbetten. Okay, ich kann gleich liegen bleiben. Jetzt versuchen wir uns mal architektonisch auszudrücken, richtig. So. Spielzeugkiste. Ja, so schnell passt das dann doch wieder da rein. So. So, mach gleich Schicht, ich kann bald nicht mehr. Mir läuft die Brühe schon an den Armen runter. Aber wir kriegen das hier noch fertig. So, ein paar Kisten. Auch fertig. Zurück im Wohnzimmer. Da oben kommen auch noch Kisten drauf. So, dann ist das eine komplette Schrankwand. Ja, stimmt. Ich wollte ja noch ein bisschen pink machen. Ich hoffe, damit komme ich aus. Perfekt. Gut. Esszimmer als nächstes. Ich habe ja am Anfang gesagt, das hier ist ein Herrenhaus. Also schon was Besseres, kann man sagen. Deshalb haben sie natürlich auch ein großes Esszimmer. Naja, groß ist in dem Fall relativ. So. Und da stehen dann halt die Stühle.
in dem Fall dunkle Stühle. Gibt's da alles nicht. 1, 2, 3. Können wir jetzt noch mal eben schnell loswerden. So, dann haben wir hier hinten, da kommen gleich Blumen rein. Dasselbe haben wir hier. Ich muss jetzt ja immer so ein bisschen wechseln. Und hier hinten stehen noch zwei Kisten mit dem Tafelsilber drin. Sowas hat man ja in besseren Kreisen. So, hier oben, das wird das Elternschlafzimmer. Hier das Mädelskinderzimmer. Zwei Jungs, zwei Mädels, große Familie. Die haben natürlich eine Spielkiste hier stehen. Und haben pinke Betten. Da Mädels jetzt nicht so hochbettbegabt sind, haben sie zwei einzelne Betten. So. Blume. Warum habe ich die nochmal gecraftet? Keine Ahnung. So, da haben wir hier Stühle. Das sind natürlich jetzt die Schlaueren in der Familie. Das ist mal alles so. 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 Und die haben natürlich auch einen schönen Boden hier. Merke ich langsam, dass ich viel zu viel Mist im Inventar habe. Hab ich noch irgendwo Halbsteine da? Nee, Quatsch. So. So. Zack. Dann kann man erstmal so ein bisschen was einlagern. So, hatte ich da unten noch was liegen? Ich glaube nicht, hier hatte ich alles soweit mitgenommen. Auch hier würde ich jetzt noch eine Tischdecke empfehlen. Fünf Stück noch. Natürlich sind es fünf. So. Jetzt haben wir von jeder Farbe einen über. Keine Ahnung, warum das da liegt. Es liegt einfach da, weil es hübsch aussieht. So, Elternschlafzimmer. Da fehlen jetzt noch die Scheiben. Hier auch. Fangen wir da mal mit einer Crafting-Box an. Ja, da kommt jetzt in jedem Raum eine rein. Scheiß drauf. So. Wir haben jetzt das super Luxusbett schlechthin. In XXXXL Size. Hat ein Scheiß. Ach ja, Mädchenschlafzimmer muss ja auch noch hell sein. So. Dann brauchen sie natürlich einen Kleiderschrank. Den kriegen sie jetzt aus Platzgründen nicht. Stattdessen kriegen sie Truhen.
Noch eine kleine Sitzecke. Habe ich ja schon wieder zwei über. So. So, jetzt brauche ich Gartenstühle. So, wer hat mitgezählt, wie viele Familienmitglieder haben wir? Es sind 6, 2 Erwachsene, 4 Kinder. Damit sind die Erwachsenen komplett in der Unterzahl. Das heißt, egal was passiert, die Kinder sind einfach in einer mächtigen Überzahl und das heißt nichts Gutes fürs Familienleben. Das bedeutet Stress. So. Und deshalb lebt man auch zurückgezogen auf dieser doch recht ruhigen, einsamen Insel. Diese imaginäre Familie, die hier lebt, besitzt jetzt quasi die Insel hier. So, hier ist schön so eine Außensitzecke. Ja, das hätte ich auch damit kraften können. So. So können sie ihr Mittagessen auch draußen genießen. Hier vorne wird gleich noch ein kleiner Baum stehen. Für den Schatten. Und ansonsten gibt es die Liegefläche mit den Liegen. Jetzt müssen wir nur noch den Baum pflanzen und Glas rein, Dach drauf, fertig. Sieht doch gar nicht mal so mies aus. Dafür, dass das jetzt absolut spontan ohne Plan war. Na gut, gibt bestimmt schönere Häuser. Nehmen wir nochmal aus der Kiste bitte mit, was drin ist und was jetzt noch mit kann. So, alles. Prima, das habe ich doch am liebsten. Ach ja, natürlich, das Wichtigste habe ich vergessen. Hier an der Hauswand muss natürlich ein Grill. Ein richtig breiter. Eine Ablagefläche für Würstchen. So, ein richtig fetter Grill. Ja, auch wenn man in einem Herrenhaus wohnt, kochen muss man wahrscheinlich noch selbst, denn fürs Personal ist wahrscheinlich kein Geld mehr da. So, jetzt brauchen wir jede Menge Eis noch, aber davon haben wir ja auch genug. Und wenn es alle ist, dann fahren wir halt neu, da stand ja noch genug rum. Und ich mache doch noch die Farm hier neu.
Das dürfte nicht allzu lange dauern. Ach ja, stimmt. Ein Böckending fehlt noch. Gehen wir erstmal schlafen. So. Erstmal brauchen wir noch Glas. Bisschen Dreck. Ach, da in der Ecke. Na, ich vergesse immer, wo das steht. Ja, damit sollten wir fertig werden. Zumindest dort. Danach fangen wir dann systematisch an, unten noch die restlichen Sachen zu machen. Und dann zu guter Letzt kommt der Weg. Und dann haben wir das hier. Auch endlich so, wie ich es gerne schon gehabt hätte im Hard Mode. Wo wir ja leider, leider, leider gestorben sind. So, wo fehlt denn jetzt die letzte Tür? Mädchenschlafzimmer. Jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass unser Inventar voll ist bis zum Stehkragen. So, das kann erstmal in Ruhe wachsen. Ist jetzt gar nicht einfach, so einfach hier zu sehen, wo jetzt noch Plätze sind. Dadurch, dass jetzt hier quasi eine Doppelverglasung besteht. So. Für Dacharbeiten gibt es dann hier eine Leiter. Kommen wir garantiert hin. So. Haben wir noch eine über. Aber da gehen wir jetzt ins Mädchenschlafzimmer und hängen das dorthin. Das ist so ein kleines Wandregal. Da kann man so ein paar Blümchen oder sowas draufstellen. Irgendwas Dünnes. Stöckchen mitnehmen. Hier war auch schon zu fertig. Wunderbar. Gut, dann fangen wir mal an. Es wird lustig zu bauen, besonders weil man hier ja schlittert.